Servus ihr Lieben, da ist wieder Cheaterin. Es ist passiert. Stellt euch Feuerwerk, in den Himmel fliegende bunte Luftballons und eine spielende Blaskapelle gleichzeitig vor. So war dieser Moment. Mein Kleine hat zum ersten Mal ins Töpfchen gemacht. Da ist also der kleine dicke Winnie-Pooh drauf, den findet sie ganz toll, da setzt sie sich freiwillig drauf, gutes Töpfchentraining und natürlich ist man stolz und man lobt das Kind. Und das letzte Mal, als ich so vor Freude geschrien habe, war bei einem Bruce Springsteen-Konzert, als nach 2 Stunden dieser Herr irgendwann mal neben mir stand. Und natürlich nehme ich auch schon leise Abschied von müffelnden Windeleimern und ich sage auch leise Servus im Drogeriemarkt in die Windelabteilung rein, Leitmüllerscheu, ich bin. Aber dann kommen sie, die fühlenden Plazenta-Mamas, die zu mir meinten. Also wir haben da ein Fest gefeiert. Hä? Ein Bieselparty? Und wen genau soll ich dazu einladen? Meine Single-Freundinnen und meine 72-jährige Mama mit Bandscheibenvorfall, die dann mit mir gemeinsam im Partykleinenkleid und Blumenkranz im Haar einen wummenden Ritualtanz um das Töpfchen abfeiern? Dann zündet man noch Räucherkerzen an, natürlich bindet man nur Schleifchen um das Geschäft, das Ganze füllen wir dann auch in einer Flasche ab, das kriegt es dann zum 18. Geburtstag. Und zum Schluss zündet man natürlich noch die 2 Meter lange Konfettikanone, selbstverständlich! Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe es einfach im Klo entsorgt.